Hallo Leute, da ist 1905 hier mit Let's Play. Ach, ich wollte schon fast sagen, unterwegs in Düsterburg, wegen dieser Anspielung hier in dem Bücherregal. Nee, der Brief für den König, einem RPG Maker 2003 Spiel von Miroem. Es geht hier weiter in Lerchengrund. Wir haben zum Ende der letzten Folge hin noch eine komische Sequenz gesehen. Mal gucken. Wir werden diese Dame und diesen Herrn noch öfter sehen. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Na gut. Fast wie in den Kelvin-Spielen. Abgeschlossen, alles abgeschlossen. Ah, der junge Bursche von gestern Abend. Du schaust verwirrt. Nein, ich habe nicht die ganze Nacht neben dem Kamin gestanden. Auch Zwerge brauchen ab und an ihren Schlaf. Oh, man kann hier hinter den Tresen. Komm bitte vor den Tresen, wenn du das möchtest, Junge. Guten Tag, möchtet ihr bei uns übernachten? Nein. Arr, immer dieser Rocco, der müsse machen, der Unsinn sauber nach guter Abend. Verständlich, verständlich. Na, darf ich jetzt hier mal vorbei? Hat dir meine Musik gestern Abend gefallen? Ja, sehr. Vielen Dank, ich gebe mir auch redlich Mühe. Du musst noch etwas üben. Nun, vielleicht hast du recht. Ich muss einfach immer weiter spielen und irgendwann lässt meine Musik keine Wünsche mehr offen. Kann man so sagen. Na gut, raus hier. Aha, bei Tag ist hier viel mehr los. Deutlich mehr los. Die Waldstraße noch da, genau deswegen Straßenarbeiten zurzeit gesperrt. Tut mir leid. Die Straße nach Dagonaut ist bis auf alles gesperrt. Im Wald hat ein Erdrutsch den Pfad blockiert. Hier kommt niemand durch, bevor die Arbeiter aus der Hauptstadt die Straße nicht aufgeräumt haben. Das ergibt Sinn sogar. Okay, dann schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Hühnchen! Diese Küken sind so niedlich. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Ach je, diese tägliche Trubel in Dagonaut ist nichts mehr für mich. Hier ist es doch etwas ruhiger, das finde ich recht entspannt. Der wilde Wald ist ein seltsamer Ort, angefüllt mit Erinnerungen aus vielen Jahrhunderten. Aber der Flüsterforst auf der anderen Seite des großen Stroms soll noch viel seltsamer sein. Die Leute erzählen sich von riesigen Insekten und Ogern. Na dann. Hey, da ist ein Säckchen. Ein Leinsack. Was da wohl drin ist? Altes Silbergeschirr. Wer schmeißt bitte sein Geschirr in den Wald? Was ist hier nur los? Okay. Na dann. Gut. Kann man hier die Blumen? Ne, kann man nicht. Habt ihr schon mal einen Astralsalz probiert? Der schmeckt echt total gut und man fühlt sich toll. Aber meine Mama sagt, zu viel davon auf einmal macht krank. So ein Quatsch. Wie kann etwas, das so lecker schmeckt, denn bitte krank machen? Die Tür ist abgeschlossen, aber ich bin mir sicher, dass zehn Schritte zu hören sind. Kann man nichts machen, Theorie. Mein Freund, der Baum. Die unendliche Psychologie auf dem Fluss der Schrecken. Die Saga von Han Tolo. Da haben wir nix. Riecht ihr das? Schon bald werden wir was sehr Gutes zu essen bekommen. Leider kann ich nichts riechen. Ich koche gerade Bohneneintopf mit gebratenem Speck. Ich bin sicher, dass das der ganzen Familie schmecken wird. Das ist richtig. Kletteranimation. So, hier nix weiter. Hey da, wer seid ihr? Was wollt ihr in meinem Zimmer? Um ehrlich zu sein, ich schaue mich eigentlich nur ein wenig um. Ach, schön für euch. Und was gibt euch das Recht dazu? Du brauchst eine Abreibung. Kann man dir irgendwie helfen? Ja, ich habe da ein Problem. Merkt man. Bitte keine Kommentare oder sonstige zynische Seitenhiebe. Das macht es nur noch schlimmer. Von mir aus, was ist denn nun los? Ich bin jähzornig, aber irgendwie ist das noch viel schlimmer als bloßer Jähzorn. Wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, gehe ich ziemlich leicht in die Luft. Und das andauernd. Es ist aber auch erst seit ein paar Tagen so. Vielleicht habe ich mir im Wald irgendeine Krankheit eingefangen.
Vielleicht ist das auch nur mein Blutdruck. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mir überlegt, vielleicht hilft ein ganz klassisches Placebo-Mittel dagegen. Die heilen bekanntlich so ziemlich alle unangenehmen Kränkeleien, die man sich im Wald und Flur einfangen kann. Meine Frage deshalb, könnt ihr mir wohl draußen beim Händler an der Kutsche ein solches Placebo-Mittel für mich besorgen? Ich wäre euch sehr verbunden. Warum holt ihr es euch denn nicht einfach selbst? Ha, das ist eine ulkige Geschichte. Heute Morgen war ich schon mal da. Aber als ich die Preise sah, bin ich wieder total ausgeflippt. Der Händler hat jetzt solche Angst vor mir, dass ich Ladenverbot habe, bis er das nächste Mal nach Blütenweiler kommt. Was? Blütenweiler? Keine Ahnung, wir sind hier in Leichengrund, aber irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Blütenweiler. Hieß nicht so... Nee. Hieß nicht so der eine Ort in Paper Mario, die Legende vom Äonentor? Blütenweiler? Na, egal. In dem Fall, lässt sich das einrichten. Hey, danke, ehrlich, ich habe mich seitdem nicht mehr aus dem Haus getraut, da die Leute starren mich schon an. Naja, da kümmern wir uns drum, das ist kein Thema. Ist ja eh gleich direkt vor der Haustür. Gestern Abend war ein guter Abend. Meine Schwester und ich haben viel Trinkgeld bekommen. Das ist supi. Was soll das heißen? Dann gibt es auch keine Überfahrt. Soll ich in diesem Kaff vielleicht verrotten oder was? Ganz recht, Fräulein. Wer auf die andere Seite will, bezahlt die Maut. Alle anderen bleiben hier. Aber ich hab doch schon bezahlt. In der Tat, das habt ihr. Für die erste Überfahrt. Weißt du eigentlich, mit wem du sprichst, Bauer? Ich bin die... Ist mir völlig egal, Mädchen. Selbst wenn ihr die Abgesandte der himmlischen Horden werdet, müsstet ihr die Maut bezahlen. Ich arbeite hart für das bisschen Geld, welches ich mein eigen nenne. Da darf ein verwöhntes Gör wie ihr ruhig mal seinen Beitrag leisten. Verwöhntes? Wie könnt ihr es wagen? Ganz ehrlich, das fängt an mich zu langweilen und ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Entweder ihr zahlt die Maut oder ihr bleibt hier. Komm, möchtet ihr das kaufen? Habt ihr zufällig ein Placebo auf eurem kleinen Wagen dort? Placebos? Wollt ihr auf Wanderschaft gehen? Dieses neuerliche Produkt hat sich erst vor kurzem herumgesprochen. Es heilt so gut wie jede Krankheit, die man sich einfangen kann. Dementsprechend sind sie aber auch ein ganzes Stück teurer als die Kräuter, die ich verkaufe. Und pflücken kann man sie auch nicht. Die guten Stücke sind hierzulande selten. Ich habe nur noch eines, das ich eigentlich für Notfälle aufheben wollte. Ach, was soll's. Mir und meiner Frau geht es prächtig. Für 35 Münzen könnt ihr es haben. Na gut. Da habt ihr es. Herzlichen Dank. Denkt aber daran, hier in Dagonaut werdet ihr es schwer haben, wenn ihr nach diesen Placebos sucht. Deckt euch also lieber mit Kräutern ein. Für die kann ich euch auch einen besseren Preis machen. Willkommen. Jetzt können wir. Okay, sprechen wir dann gleich mit ihm. Gehen wir erstmal hier rein. Und geben das Mittelchen ab. Hier, wir haben dein Placebo. Oh, danke, vielen Dank. Damit sollte ich mich endlich wieder beruhigen können. Ach ja, nehmt das hier als kleines Dankeschön. Ich weiß, es ist nicht viel wert, aber ihr seht ein bisschen aus wie die Abenteurer aus den Geschichten. Ich schätze, ihr könnt es besser gebrauchen. Zweimal Astralsaft. Vielen Dank nochmal. Hey, glaubt es oder nicht, aber ich fühle mich schon wesentlich besser. Irgendwie ausgeglichener. Von einem Placebo. Ist schon klar. Na gut. So, wer sind Sie hier? Man hört ja allerlei Geschichten aus dem Flüsterforst auf der anderen Seite des Stroms. Ein Ort voller Monster und uralter Magie soll es sein. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ich denke, ich werde einfach hier im sicheren, behaglichen Leichengrund bleiben. So, lasst uns reden. Wie heißt du? Mein Name ist Geralt. Ich bin ein fahrender Händler und reise mit meiner Frau Hilde durch die Lande. Das Geschäft ist recht einträglich, besonders das An- und Weiterverkaufen seltener Gegenstände bringt gutes Geld.
hier ein Leichtgrund, aber mache ich mir da nicht allzu große Hoffnung. Ist das dein Konvoi? Allerdings, und wisst ihr was? Die Geschäfte laufen gut, sehr gut sogar. Dadurch, dass wir unsere Filiale immer mit uns führen, leiden wir nie unter Kundenmangel. Wenn die Wildnis nur nicht so unsicher wäre. Na gut, auf Wiedersehen. Bis bald und vergesst nicht, unsere nächste Station ist Dagonaut, falls ihr uns nach uns sucht. So, was kann man denn hier alles kaufen? Heilkrautpasteten. Astralsäfte nehme ich, glaube ich, nochmal 2 Stück. Federschwingen haben wir 2. Ein Holzschild. Lederfäustling. Okay, da kann ich Gegenstände kaufen, die uns boosten. Und jede Menge Sachen. So, das Holzschild würde was bringen. Ein Lederfäustling. Und ein Jägerschwert. Auch die Rüstung. So, ich glaube, dann lasse ich es erstmal gut sein. So, mal umrüsten. Also Turnierschwert. Oh ja, das bringt einiges. Gammeliger Schild. Ja, okay, Holzschild. Knappenumhang. Okay. Lederfäustling. Solide braune Handschuhe aus Wildleder. Okay, 50. Na gut. So, wir behalten die Sachen auch erstmal. Der Abend gestern war anständig, was? Zu dumm, dass ich jetzt von all dem Fleisch Blähungen habe. Wie ein evelanischer Kerberos. Naja, ich werde demnächst aufbrechen. Für mich geht es nach Mistinaut. Vielleicht findet sich ja da Arbeit. Mistinaut, da will ich auch hin. Das ist ja ein Ding. Vielleicht sehen wir uns ja, wenn du da bist. Wir könnten zusammenreisen, aber ich glaube, das will er nicht. Ich frage ihn trotzdem mal. Wir könnten ja zusammenreisen. Deine Arme sind Baumstämme, dein Schwert ist ein Todesbringer. Einen wie dich könnte ich an meiner Seite bestimmt gut gebrauchen. Bist ja ulkig, Kleiner. Nein, da muss ich dich enttäuschen. Ich bin krampfhafter und überzeugter Einzelgänger. Kumpanen halten mich in meinem Kopf geht Jägergewerbe bloß auf. Nichts gegen dich. Na schade. Mach dir nichts raus, Bursche. Immer schön üben, dann bist du ja vielleicht eines Tages so stark wie der alte Horken. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja wieder, wo wir schon das gleiche Ziel haben. Irgendetwas ist an dir keiner. Etwas, das mich nachdenklich macht. Ich habe das Gefühl, dass ich von dir nicht zum letzten Mal gehört habe. Da ist grundsätzlich was dran, ja. So, das hat man alles. Da haben wir jetzt eingekauft. Jetzt sprechen wir sie mal an. Ja, was ist denn? Ich habe nun wirklich keine... Och, ihr seid es, der Junge von gestern Abend. Stimmt, genau. Und was wollt ihr? Ihr seht doch, dass ich hier gerade beschäftigt bin. Ich habe eben zufällig euren Disput mit angehört. Alles, was ich sagen wollte, war... Ich zahle euch die Maut, lasst mich jetzt mit dem Mann reden. Ich gehe jetzt. Lasst mich mit dem Mann reden. Vergebliche Mühe, wenn ihr mich fragt. Bei dem Mann ist nichts zu holen und schon gar keine Gratisüberfahrt. Aber meinethalben, ganz wie ihr wollt, versucht euer Glück. Noch eine junge Stadtperson. Ich kann nur hoffen, dass ihr im Gegensatz zu diesem Gör auch Geld bei euch habt. Gratis über den Fluss kommt bei mir nur der, der bereit ist zu schwimmen. Und dieser Fluss ist voll mit fleischfressenden Fischen, ich sag's euch. Wirklich? Nein, aber auf die andere Seite zu schwimmen kann ich trotzdem nicht empfehlen. Schauen wir mal, die Dame will also nicht zahlen, ich bezahle ihre Überfahrt. Gäbe es denn eine andere Lösung? Nun ja, jetzt da ihr es ansprecht. Es gäbe da wohl eine Sache, die ihr für mich erledigen könntet. Mein Onkel Janusz ging vor annähernd 3 Wochen auf die andere Seite des Flusses, um zu jagen. Er tut das von Beruf. Wie gesagt, das ist jetzt bereits 3 Wochen her. Für gewöhnlich meldet er sich nach einer Woche, aber diesmal? Ich fürchte... Hör zu, ich bin kein Krieger und daher wage ich mich allein nicht über den Flüsterforst. Man sagt, über diesem Wald liegt ein Zauber. Ich sorge mich um meinen Onkel. Wenn ihr euch also umsehen könntet, dann könnte ich mich wohl dazu durchringen, das Fräulein gratis mitzunehmen. Na gut, wir haben da eine Abmachung.
Oh, vielen Dank. Das ist wirklich sehr zuvorkommen von euch. Mein Onkel hatte ein Jägerhorn dabei. Daran erkannte man ihn. Falls ihr ihn nicht lebendig findet, dann bringt mir doch bitte wenigstens das Horn zurück. Okay. Hört mal her, ich zahle euch die Überfahrt, zumindest wenn es euch nichts ausmacht. Na, sieh mal an, ein echter Galant. Das ist ja wirklich außerordentlich nett von euch. Aber eine Sache wäre da, darf ich den Grund für eure Güte erfahren? Nun, es war eigentlich eine ganz vorbehaltlose Idee. Aber ich dachte mir, dass wir uns für eine Weile zusammentun könnten. Was meint ihr? Ich hörte gestern Abend, dass ihr auf dem Weg nach Mistinaut seid. Das gleiche Ziel habe ich auch. Ist ja interessant. Woher wollt ihr wissen, dass ich euch in der Wildnis von Nutzen bin? Nun, kein junges Mädchen reist allein, wenn es sich nicht wehren kann. Zumindest wirkt ihr auf mich recht, nun, robust. Scharfzüngig bist du, das muss ich dir lassen. Ich heiße Lavinia. Wie lautet dein Name? Ich bin Juri. Schön, deine Bekanntschaft zu machen, Juri. Du hast recht, dein Vorschlag klingt vernünftig. Also dann, wollen wir aufbrechen? Ja. Lavinia hat sich Juri angeschlossen. So, dann können wir jetzt nämlich ihre Ausrüstung nochmal kurz gegenchecken. Sie trägt einen Stab, sie kann Magie. Okay, ihr kann ich den Ring geben. Das Geistkönnen stärkt, gut. Dann würde ich sagen, wir können eigentlich das andere Zeug wahrscheinlich gleich alles verscherbeln. Weil es eh nichts bringt. So, das Ding weg. Cumulus weg. Gammeliger Schild weg. Turnierschwert auch weg. So, das alte Silbergeschirr. Schrecklicher Nippes, völlig zurecht vergraben. Na, wir behalten es dabei noch. Aktuell habe ich genug Gold. Achso, ich wollte mit ihm nochmal sprechen wegen Lavinia. Lederfäustling. Mhm. Gut, Rüstungen. Für sie. Lederfäustling und das Holzschild vielleicht. Aber ich glaube, bei ihr ist es so, wenn sie ein Schild trägt, ist das negativ, oder? Nee, ist es nicht. Na, okay. Dann nehmen wir hier die Lederrüstung. Und hier könnte ich den Lederfäustling reinmachen. Na gut, ich behalte den, das passt soweit erstmal. Dann würde ich versagen, fahren wir noch rüber, oder? Wie ich sehe, haben wir uns alle geeinigt. Können wir los? Ja. Da fahren wir noch kurz rüber. In den Flüsterforst. Kapitel 2. Das Mädchen aus Mistinaut. Sag mal, Juri, ich habe da eine Frage an dich, die mir schon seit vorhin durch den Kopf geht. Was genau möchtest du auf Schloss Mistinaut? Oje, ich habe mir bereits gedacht, dass du diese Frage stellen würdest. Wenn ich ehrlich sein soll, darf ich nicht darüber reden. Wirke ich unvertrauenswürdig? Was? Nein, 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 nein. Es liegt nicht an dir. Es ist nur, ich habe einen Auftrag, den ich bisher selber nicht im geringsten verstehe. Ich reise nach Mistinaut, weil mir gesagt wurde, dass man mir dort helfen kann. Es tut mir sehr leid, aber ich fürchte, das muss dir zunächst als Antwort genügen. Wer immer dir das gesagt hat, muss schon einmal im Schloss des Barons gewesen sein. Warum? Weil ihn viele um Hilfe ersuchen und nicht nur ihn. In unserem Schloss ist auch die Botschaft von Unauwen. Einer der besten Krieger Unauwens lebt bei uns und repräsentiert so sein Land auf der westlichen Seite des großen Gebirges. Klingt interessant. Ich kann es kaum erwarten, Mistinauts Türme mit eigenen Augen zu sehen. Ich bin mir sicher, dass es dir sehr gefallen wird. Und mit mir bist du sogar an genau die Richtige geraten. Wie soll ich das verstehen? Ich arbeite auf Schloss Mistinaut gewissermaßen. Auch ich bin eine Botschafterin. Es dürfte in meiner Position nicht allzu schwer sein, eine Audienz für dich zu arrangieren. Großartig. Nichtsdestotrotz müssen wir nun aufbrechen, wollen wir? Ja. Durchwandere den Flüsterforst. Das wird schön. Diese stabile Hamster könnte uns noch sicher irgendwann nützen. Mitnehmen. Der Fährmann schaut gerade nicht hin. Schnell in den Rucksack damit. Kletterseil.
Naja, naja. So. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. In der Folge, das könnte helfen. Hallo, was ist denn das hier? Sieht aus wie ein Druidenzirkel aus. Druidenzirkel? Mir ist, als hätte ich den Begriff schon mal in der Ritterschule gehört. Seine Bedeutung jedoch ist mir entfallen. Nun, Druidenzirkel sind im Allgemeinen die Treffpunkte von Druiden, Hexen und Magiern, oder waren es einst. Es gibt nicht viele, von denen man weiß, dass sie noch in Benutzung sind, und diese hier sieht nicht danach aus. Du erkennst das auf einen Blick? Nö, weibliche Intuition geht euch Männern ja bekanntlich völlig ab. Auf jeden Fall ist das hier ein mystischer Ort voller magischer Kraft. Und wer oder was wurde hier einst angebetet? Nun, ich könnte mir vorstellen, dass es etwas mit der alten Waldgöttin zu tun hat, die sie in Leichengrund und hier in der Gegend anbeten. Vielleicht haben sich hier früher die Dorfbewohner getroffen, um hier ihre Schutzpatronin zu huldigen. Das wäre natürlich möglich. Oh, hier wächst ein wenig Milchgarbe. Zweimal Milchgarbe. Ja, mittlerweile blinken die Teile nämlich nicht mehr, da muss man jetzt ein bisschen mehr drauf schauen. So, alles mal wegschnetzeln. Hier ist was vergraben. Sieht aus, als hätte hier jemand etwas vergraben. Eine Halskette, allerdings schon ziemlich verrostet. Naja, egal. Rostige Halskette. Diese Kerbe hier in dem Hühnstein. Sieht aus, als könnte man hier etwas einsetzen. Ein Juwel vielleicht. Jo. Das kann man. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich bin der Arzt 105. Es geht dann beim nächsten Mal weiter. Dann schauen wir uns den Flüsterforst an. In diesem Sinne, bis denn und ciao, ciao.